Salve a tutti! Es ist der 6. November und wir haben 20.35 Uhr. Eine heiße Woche liegt hinter uns und die ist immer noch nicht fertig. Und so wie sich das gerade eben über NTV anhört oder anliest, wird es auch noch ein paar Tage länger dauern. Ich habe es vorhin im Chat gesagt, ich verstehe das nicht. Die Jungs, die fliegen auf dem Mond und die schaffen das nicht, so ein paar Wahlzettel auszufüllen. Klar sind es viele, ja, aber mal ganz ehrlich, einer behauptete dann ganz frech, wahrscheinlich sind die Auszähler vom Robert-Koch-Institut, ja. Böse, böse. Aber gehen wir mal in den Chart rein, das ist für alle von uns hier mit Sicherheit wichtiger. Eins vorab, das habe ich am Mittwochfilm schon gesagt, diese Linien hier von Fibonacci, die gucken hier ein bisschen rein, nicht falsch verstehen, ich orientiere mich an den Xetra-Kursen. Da bekam eine Frage das letzte Mal auf dem YouTube-Film, zwischen 9 Uhr und 17.36 Uhr findet der Umsatz statt. Ich bin der Meinung, vorher und hinterher ist alles gelogen. Deswegen habe ich die auf die Xetra-Kurse angesetzt. So, das ist der Tageschart, eine Kerze, ein Tag. Wir haben es tatsächlich geschafft, eine fulminante Woche. Wir sind bis über das 61er Retracement gekommen. Das ist viel. Das war ein richtig fettes Brett. Und ich glaube, das haben die wenigsten erwartet. In den Einzelaktien war es einfacher zu sehen. Im Index war ich selbst kaum drin. Ich habe ein bisschen mehr Nasdaq gehandelt als den DAX. Aber wie auch immer, das ist für Trader, für Daytrader eine, ja, wie soll ich sagen, ein sensationelles Umfeld. Ja. Also macht richtig Spaß, je nachdem, welche Zeiteinheit Sie fahren. 4 Stunden ist manchmal ein bisschen langsam. Aber egal wie, fangen wir es an. Die Bänder haben ihre Aufgabe vollends erfüllt. Ja, ich sage ja immer, dass der Bewegung entgegengesetzte Band, also Abwärtsbewegung, sprich das obere Band, hat hier gedreht. Sie haben zwischen diesen beiden Tagen hier eine gute Stabilisierungsansicht bekommen. Das hatte ich am Mittwoch auch gesagt. Der eine oder andere weiß es noch nicht. Am Mittwoch mache ich den aggressiveren Film mit aggressiveren Scheinen. Ich war der Meinung, wir haben hier so den Bereich 12.345 und auch nochmal 12.500 als Widerstand. Da sind wir zwar jetzt, aber diese Overshoots, die sind schwierig. Die sind echt schwierig zu handeln, das muss ich auch sagen. Im Index war ich, wie gesagt, nicht so dabei. Also von den Bändern her, die Volatilität geht raus. Also auch die implizite Volatilität auf die Optionen. Das ist, finde ich, erstmal grundsätzlich ganz gut. Wir handeln oberhalb der 20-Tage-Linie. Dann haben wir von der Technik her, ist alles noch in Ordnung über das MACD. Das ist ein schöner Trend, der hier eingeleitet wurde. Also ein über den Trendfolgeindikator. Die Stochastik gilt als hoch, aber das ist in keinster Weise dramatisch. Ich finde, das sieht grundsätzlich noch ganz gut aus. Ich habe keine Ahnung, wie diese Wahl ausgeht. Und egal, wer es dann letztendlich gewinnt, ob da noch irgendwelche Scheiben fliegen oder was die im NTV immer sagen, so bürgerkriegsähnliche Zustände, wäre mit Sicherheit nicht positiv. Aber wenn ich das jetzt immer hier versuche, in den Chart reinzupumpen, ja, dann darf ich gar nichts analysieren. Ich mache diese Analyse ohne irgendwie den Wahlausgang zu berücksichtigen und bin hier voll auf der technischen Schiene. Also von daher sieht das recht gut aus noch. Ja, wir haben eine Unterstützung hier, die ist sehr schön, ein bisschen weit weg jetzt, 11.853, aber sie ist in Ordnung. Ich gehe mal mit Ihnen auf die 4 Stunden, weil die sind auch schon oft, weil ich suche hier mal ganz gerne Unterstützung. Ja. Wir haben hier natürlich eine ganz wichtige, das ist die 11.000, was war der Tiefskurs, 11.787, das war das vom 4.11., Wir haben hier eine kleine, auf die würde ich nicht allzu viel geben. Aber ich denke, dass der Bereich hier um die 12.100 eine ganz gute Marke ist. Allerdings muss ich eins sagen, über die 4 Stunden kommt es hier schon runter. Auch über den Oszillator. Das ist nicht so toll. Das ist irgendwie so eine Art Flat Top hier oben. Wenn, ich mache es mal ein bisschen größer, der Index es schafft, dieses Top hier rauszunehmen, da. Da sind wir bei 12.600, sagen wir mal 20, dann gilt es als rausgenommen. Da macht er auch ganz schnell hier diesen Bereich bis hier hoch zu dem alten Shootingstar und da sind wir bei 12.725. Damit muss man einfach rechnen. Auf der anderen Seite, wenn er es jetzt relativ schnell schafft, unter die 12.300 zu gehen, dann sieht er auch nochmal mindestens eine 12.1, eher eine 12.000 hier Richtung unteres Band 11.900. Also es ist ganz, ganz schwierig zu sagen momentan. Es ist so eine Pattsituation. Tageschart ist noch in Ordnung. 4-Stunden-Chart fängt schon leicht an zu hecheln.
Und das hat er sich auch verdient. Ich habe diesen Schein hier ausgesucht, 12.045. Da sind wir hier unter diesem 38er Retracement und unter dem 20er gleitenden Durchschnitt. Da sind wir hier ein bisschen höher. Hier, 12.045 ist im Moment ein 27er Hebel. Und das ist die GF6-2YQ. GF6-2YQ. Der ist für den Fall, dass wir wirklich das Hoch hier nochmal rausnehmen. Von dem Putz her, der Markt ist heiß, aber ich will nicht so einen Schein, das kann ich nicht machen. Ich muss einen hier oben suchen. 13.040. Und da muss ich den Hebel ein bisschen runternehmen, aber gar nicht mal so viel. Da sind wir so bei 24 rum. Sind wir bei 23. Achso, ich habe es falsch eingestellt. Entschuldigung. Hier, 13.044, das passt. 13.044 sind wir oberhalb von dieser Kerze, ganz leicht. 13.044 ist im Moment ein 23er Hebel. Das ist von Goldman Open End Schein mit der Kennnummer GF4XVS. Also das bleibt spannend. Es kommen nächste Woche nicht so viel Zahlen. Es kommen einige, auch für DAX-Unternehmen, es kommen einige, aber es ist nicht so viel. Leute, ich wünsche euch ein Happy Trading und eine ganz, ganz fette Beute. Aloha, bye bye, ciao.